Bernd von ihr. Aber man gewinnt das Rennen nicht in den ersten drei Toren. Rhythmus finden, ja, das hat sie gemacht. Und ab jetzt kann man mehr Gas geben. Sie hat ein bisschen weit weg vom sie hat vorsichtig angegangen. Das war wahrscheinlich gescheit, Ernst. Man darf da oben nicht zu viel riskieren. Jetzt muss sie Gas geben. So, Vorsprung ist natürlich schon gegeben auf Elena Cordoni. Das ist wenig überraschend. Ja. Aber da war ein zweiter kleiner Schnitzer drinnen von Michaela Schifrin. Es sind so die eine oder andere kleine Rutschphase war drinnen. Aber es ist normal bei dieser Piste. Die Frage ist, was geht an Beschleunigung auf diesem eisigen Terrain? Da ist sie jetzt super rausgefahren, da im Flachen. Letzter Übergang. Vorsprung wächst auf Cordoni. Das liegt in der Natur der Sache, meine Damen und Herren. Sie ist nicht die ganz große Gegnerin hier. Jetzt steht einmal der Einser da. 2,35 der Vorsprung auf Elena Cordoni. Das heißt, sie hat in diesem einen Durchgang 2,3 Sekunden auf die Italienerin herausgefahren. Das ist einmal ein schlechtes Signal für alle Nicht-Slalom-Spezialistinnen, die sich ja, da noch die kleine Hoffnung gemacht haben, irgendwie mitzumischen. Heute kannst du nur als Spezialistin da vorne mitfahren. Es ist der Untergrund,